Hallo liebe Freunde, hier sind wir wieder bei Infinity Dancing Nikki, die Fashion Queen, die zukünftige. Mehr oder weniger. Liegt natürlich auch an unserem Geschick ein bisschen. So, wollen wir mal in diesem etwas abgedrehten Spiel ein bisschen weiter gucken. Am Anfang erschlägt es einen so ein bisschen mit so vielen Dingen, die man machen kann, soll, können, tun muss. Die Einstellungen, tausend Sachen, die man sammeln soll, machen soll. Oh, ja, das ist alles ein bisschen viel. Das muss man sich alles in Ruhe mal genau angucken. Wir haben jetzt hier nochmal eine Mission mit dem Wunschbaum. Ja, die Kinder sind am Sommer, ist das hier so dissonant. So, das müssen wir nochmal machen und dann haben wir noch ein paar andere Sachen. Die Ente da oben ist auch schon wieder am Blinken. Oder nee, das ist eine Birne. Ich dachte immer, das ist eine Ente, aber das ist eine Birne. Okay, hier haben wir unsere Karte. Hier ist... Da ist ein Ausrufezeichen. Okay. Was ist denn hier eigentlich? Okay, müssen wir uns alles auch nochmal in Ruhe angucken. So, komme ich nochmal auf die Ente? Ja, warte mal, hier oben, genau. So, da haben wir was. Kompendium ist wieder irgendwas. Im Laden. Was ist im Laden? Das Reich der Latzbären. Ja. Latzbären. So, hier können wir mal den Laden gucken. Hier sieht man auch mal, was so was wie kostet. Ja, hier kann man auch mal richtig schön Geld ausgeben. 17,99. Momentan natürlich reduziert. Klar, es ist immer reduziert, weil kein Mensch kauft das zum vollen Preis. Birnenbuddy ausgewählt, reicht der Latz. Ja, keine Ahnung. Befristetes Angebot. Natürlich ist es immer befristet. Man will ja schließlich ein bisschen mit Fobo arbeiten. Dann gibt es hier so eine Erkundungssaison-Outfit, was weiß ich. Ja, gut. Keine Ahnung. Dann haben wir hier was. Okay, da kann man auch Geld für ausgeben. Hier gibt es auch was kostenloses gerade. Komme ich denn darüber eigentlich? Hier. Blumiger Tribut. Aha, kann ich kostenlos haben. Das sind zwei irgendwelche Sachen wieder. Was ist das? Heilender Nektar stellt Lebenspunkte wieder her. Ah, okay. Das andere. Bedienung ist auch manchmal was fummelig. Das ist. Verlangsamt zum Zonen für Monster. Okay, das kann ich mal kostenlos kriegen. Ja, gut, nehme ich mit. So, das eine ist ausverkauft. Keine Ahnung. So, was haben wir hier wieder alles für Zeug? Das kann man dann auch kaufen, eintauschen, wie auch immer. Okay. Oh, das will ich wieder raus. Es gibt einen Wunderstern. Ja, hier gibt es bestimmt einige. Ich wollte mir das aber nochmal genauer angucken. Hier, jetzt bin ich wieder rausgeflogen. Also, wann man welchen Knopf zu drücken hat, ist mir immer noch ein bisschen hier lästig. Wogene Ebbe, Gelassenheitstropfen, was das alles wieder bedeutet. So, also für den kriegt man 2000 Klunker und für 40 kann man das wieder eintauschen und was auch immer. Okay. Uff. Aha. 5,99. Nur 30 Tage lang beanspruchen, kriegst du jeden Tag irgendwie einen Kram. Gut, das kennen wir ja auch so ein bisschen. Okay. Was ist das? Also hier nochmal spezielle Outfits. Für irgendwelche Währungen. Die haben wir allerdings alle nicht. Die könnte man sich dann natürlich dann besorgen, kaufen, spielen. Okay, also hier kann man Geld... Was ist denn Socko? Hier kann man Geld ausgeben. Okay. Was ist das hier dann? Das. Stylistenvorrat. Was heißt denn das? Belohnung für 3 Tage einlösen. Der Latzbär. Okay, so sieht er aus. Ja. Okay. Jetzt ist eine fesche Frisur. Ja, warum auch nicht? Alter Falter. So. Also ab und zu gibt es noch was umsonst. Und den Rest muss man dann sich irgendwie eintauschen oder so. Ich würde mal gucken. Wuselfliegen, Halsbar. Wofür braucht man das alles? Was ist Socko, würde ich ja mal wissen. Ein lebhaftes Insekt, das an sonnigen Tagen oft unter Wolffruchtbäumen zu finden ist. Es verdaut Wolffruchtfasern und verwandelt sich in sie in dickes Garn. Achso, das ist so eine Art Arbeitstier für uns, oder was? Okay. Alter Falter. Ja, da hat man sich einiges einfallen lassen. Schließlich will man ja auch irgendwie Geld verdienen. Ist ja auch legitim. Schließlich kostet das Spiel erstmal nichts. Aber hier sieht man schon, in welche Richtung das so ein bisschen geht. Aber man muss natürlich jeder für sich entscheiden. Hier zum Beispiel 99 Euro, 6084 von diesen Kristallen. Halleluja. Muss jeder selber wissen. Ich würde das nicht ausgeben. Okay, dann haben wir das. Hier ist wieder irgendwas im Kompendium.
unerfahrener Enthusiastin mal irgendwelche Punkte gemacht oder was? Ah ja, wir haben irgendwelche Punkte gemacht. Okay. Bewertet Kleidungsstücke. Ja. Aha. Okay. So, dann kriegen wir bald so weit, dass wir das hier kriegen können. Von diesen Dingern was. Okay. Das haben wir, also allein um das alles zu machen, ist man schon Stunden mit beschäftigt. Jetzt zeige ich immer noch das rote Pünktchen an. Statt die Minion durch. Was will er denn? Was will er denn hier? Belohnung anzeigen. Ja. Wir haben 194 Punkte. Jo, und da fehlt ja nicht mehr viel. Ist ja schön. Was kriegt man denn hier dann noch? Das ist dann Diamanten und noch ein Kristall. Okay. Hier kriegt man dann sowas noch für Resonanzen und das hier noch irgendwas. Yes, das war ja okay. Kompendium. Wunderoutfit. Stolzes Herz. Sogar Nebenfigur um den eigenen kleinen Stolz. 20. Voranmeldung Meilenstein-Outfit. Achso, das ist für Leute, die sich zum Spiel vorangemeldet haben. Die kriegen das geschenkt wahrscheinlich oder so ähnlich. Teile anzeigen. Was muss man dafür eigentlich machen? Keine Ahnung. Suchen? Du musst also diese Sachen dann irgendwie alle haben oder was? Oder wie? Alter, keine Ahnung. Nicht im Besitz, ja. Du brauchst das, das, das. Okay. Okay. Alter Falter, wunderbar. Ah, das ist dann so was wieder. Das sind dann drei verschiedene Fashion Looks hier. Und dann ja, brauchen wir natürlich unser Wunderoutfit. Das ist auch klar. Was heißt denn das, wenn ich jetzt mit A markiere? Ist das so? Was ist das hier? Keine weitere Information. Tschüss, Staub. Tierpflege. Im Gange. Okay. Keine Ahnung. Okay. So, was haben wir hier noch, Freunde? Was ist das jetzt nochmal? Achso. Die Dada hat uns hier irgendwie angemeldet. Warum kann man hier in dem Menü nicht einfach mit den Steuertasten nach oben, nach links und rechts weiter? Das finde ich viel praktischer. Was? Flora-Wunsch? Batili? Ja. Komme ich jetzt hier wieder raus? Hält alles nur auf. So, dann haben wir das zumindest alles erledigt. Kompendium weiß ich jetzt nicht, was der immer noch von mir will. So, hier ist zwar der Laden, ne? Genau. So, Kurse. Wie weit sind wir da eigentlich? Tägliche Wünsche. Da haben wir ja schon einige gemacht. Fotos können wir noch nicht machen, weiß ich noch nicht. Irgendwelche Dinger herstellen, okay. So, dann haben wir da unten noch was. Da muss man dann auch nochmal extra sehen, wie man da wieder hinkommt. Hier muss man auch ab und zu mal ins Postfach gucken. Da kriegt man nämlich auch nochmal Dinge mit, Belohnungen oder mit einer Nachricht über Events. Hier gibt es eine Umfrage. Hier gibt es eine Belohnung für weltweite Vorabregistrierungen. Okay. Das heißt, die können wir sogar bekommen. Okay. Wundertraum. Okay. Okay. Weiche Federn. Tag und Nacht. Das ist jedes Kleidungsstück hier. Schimmernde Reise. Auch ein Name immer. Das ist Morgenrotschleifchen. Die schönen funkelnden Sterne. Süß und Fantasie. Glanzvoller Neubeginn. Und jedes Ding hat auch noch einen Text. Das ist echt der Wahnsinn. Endlose Horizonte. Auf und davon. Vollständig. Okay, das haben wir jetzt gekriegt, oder wie? Ja. Hallöchen. Ich bin das Knallrot. Auf und davon. Okay. Belohnungen. Das haben wir auch noch alles. Da blickst du teilweise aber nicht mehr durch, was du hier mal kriegst und wofür das ist.
So, das haben wir. Dann ist das Top-Rang-Bonus der Gratis-Spiele. Für die hat mehreren Ländern und Regionen außer für 6 Stunden nach dem Download-Downloads auf den Spitzenrang geschafft. Als Dankbarkeit kriegst du hier auch nochmal einen Bonus. Okay. So. Mein Gott, allein damit bist du ja ewig beschäftigt. Was haben wir hier? Belohnung zur Feier von Nikis Geburtstag. So, Niki hatte am 6.12. übrigens auch Geburtstag. Da haben wir auch noch was für bekommen. Halleluja. Belohnungen! Mein Gott, wir werden überschüttet mit Zeug. So. Dann haben wir noch einen Brief. Ein versteckter Brief in der Tasche. Was? Nee, warte. Was ist denn das? Auf jeden Fall haben wir eine Belohnung bekommen. Keine Ahnung, was das ist. Achso, liebe Niki, heute ist der erste Schnee gefallen. Ich überlege mir, einen Brief zu schreiben und deine Tasche zu verstecken. Wann wirst du ihn entdecken? Bei deiner Abschlusszeremonie, an deinem Geburtstag oder einfach an einem gewöhnlichen Tag? Ich stelle mir vor, dass, egal zu welchem Zeitpunkt, du dann bereits auf ein neues Abenteuer in deinem Leben aufgebaut bist. Vergiss nicht, dass dein Leben unendliche Möglichkeiten bietet. Hab keine Angst, den ersten Schritt zu machen, auch wenn ich etwas Neues ausprobieren. Ich habe vor, ein paar Schneeflocken zu sammeln, mir eine Tasse Tee zu kochen, um mich aufs Sofa zu legen, um einen neuen Inspirationsschub zu warten. Bitte glücklich groß, Niki. Mögest du alle das, was die Welt zu bieten hat, genießen. Momos Fell ist überall, ich kann nicht auf dem Sofa liegen, ohne zu niesen. Mama. Okay. Dann, das haben wir schon angelöst, ja. Okay. Also da müsst ihr auch regelmäßig reingucken, da werdet ihr auch nochmal mit Belohnungen vollgeschmissen. Was will er jetzt hier noch? Achso, das ist das da oben. Da kriegen wir auch nochmal eine Belohnung. Alter Falter, ey. Hört auf damit. Ich will keine Belohnung mehr. Lass mich in Ruhe. Das ist jetzt schon wieder. Okay, Wunder verändern die Welt. Also wir haben hier jetzt was erreicht. So, wir können auch einfach länger A drücken, dann kriegen wir alles automatisch. Wir müssen die ganzen Belohnungen nicht einzeln abklappern. Das ist eigentlich ganz praktisch. Muss man nur hier so ein bisschen lesen. Gut. Dann haben wir hier auch wieder. Wir sind jetzt bei 320 Krönchen. Sehr schön. Jo, 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 Kompendium. Der geht mir ein bisschen um Keks hier, aber die sollten jetzt hier was erreicht haben, oder? Birnenbuddy ist mal wieder am Arbeiten. Hallo, Birnenbuddy. So. Oh, wir sind aufgestiegen. Juhu. Jetzt kriegen wir nochmal das Zeug hier. Ja, das wäre hier die Belohnung. Das heißt, wir können das jetzt beanspruchen hier. Jawohl. So, da sind wir also auch weiter. Wir sind unerfahrene Enthusiasten. Okay. Echt? Ja, immer noch. Okay. Wann werden wir denn mal erfahrene Enthusiasten eigentlich? Hm. So, dann haben wir das auch. Nee, das ist das. Ah, das wollte ich eigentlich. Ah, hier war das. Das haben wir jetzt bekommen. Sieht aus wie Flügel. Total unpraktisch, das Ding eigentlich, aber ist halt. Naja, sieht natürlich schon aus. Ja, der wird normal so rumlaufen, aber okay. So, dann haben wir das. Und war da noch was? Nee. Hier ist noch irgendwas 01. Muss ich hier noch irgendwas machen? Ja. Achso, ich muss noch X drücken, um die Belohnung zu kassieren. Mein Gott, ja, macht das doch alles in einem, Leute. Tausendmal muss ich irgendeinen Knopf drücken. Das ist irgendwie nervig. Aber gut, wir haben es jetzt zumindestens. Ah, so. Warte mal, wo haben wir denn nochmal das Ding? So. Unser Kleiderschrank. Heureka! Mhm. So, da haben wir jetzt unsere Klamotten. Sets. Die können wir schon nochmal rein. Hä? Reagiert mein Controller da nicht? Okay. So, hier können wir die Frisuren und alles andere anpassen. So, okay. Aber wie komme ich jetzt rechts da rein? Hä? Okay. Also dieses scheiß Tutorial oben habe ich blockiert. Das ist das Outfit. Das haben wir jetzt bekommen. Ach du Scheiße, wie sieht das denn aus? Disney-Prinzessin, Teil 1. Okay, das haben wir. Das ist das Geburtstagsoutfit, glaube ich. Jo, es klingt so. Hallo! Oh Gott. So, dann Outfits Wind des Läuters. Gut, das haben wir, wenn wir läutern. Oder erläutern. Das ist unser Matrosen-Outfit, wenn wir rumspringen. Auch ganz süß. Bisschen Baby-Doll-mäßig hier.
Und das ist das, was wir jetzt gekriegt haben. Das ist mir too much. Sorry. Ja. Da mache ich nur die Klamotten schmutzig, wenn ich damit rumlaufe. Okay. Hier kannst du nochmal die Frisur anpassen. Ja. So, also hier kannst du unendlich viel machen. Machen wir jetzt aber nicht. So, ich habe jetzt, hatte ja schon mal die Frisur ein kleines bisschen hier geändert und das Mützchen hier aufgesetzt. So, diese rosa Haare, mich ein bisschen genervt. So, das haben wir jetzt schon mal ein bisschen geändert hier. So, wir sollen jetzt mit Giovanni reden. Das ist eigentlich, wofür ich hier bin. So, Hallöchen. Geht zum großen Wunschbaum, schreibt euren Wunsch auf das Papier, wird euch Papierkranio rein und wegfliegen. Aha. Okay. Gut. Was ist das hier? Papierkranio oder was? Was im. Ja, okay. Hier haben wir ganz viel Text. Das lese ich mir jetzt aber nicht durch. So, was ist jetzt hier mit dem. Das fliegt hier hin. Okay. Und jetzt. Der Wunschbaum. Geht's weiter? Achso, ich muss B drücken. Hallöchen. Excuse me, Miss. Fräulein? Jetzt sagt er noch Fräulein. Okay. Ja, wir können auf X drücken, dann läuft das übrigens automatisch weiter und wir müssen nicht dauernd B drücken. Miss Nikki, Miss Nikki, hi. I just wanted to say, oh, look at that chubby cat. So cute. Finger weg, das ist unsere Katze. Come on, Jean, focus. Diese, ja, erzähl immer die Jungs, die sich nicht konzentrieren. Sorry, ja. Can you hold off on making wishes? Mr. Noi noticed that some of the old strings, the ones holding the wish bottles, need replacing. If they snap, they might land on people, or maybe even hit some floofs. It's dangerous, dangerous! And if they fall right after someone makes a wish and hangs it, that would be really bad. Another Beule, yeah. I'm sure you're right. Sounds really bad. By the way, who's Miss Nanoi? Nanoi. You don't know her? It is ein Hündchen. She's the intern keeper of the Dream Warehouse. She collects everyone's wishes and stores them there. It's the coolest job in all the world. Ob alle Wünsche immer so gut sind. Oh, I had a dream last night. Okay. Oh, about what? Jean, come on. Nicht ablenken lassen, Junge. Mein Gott, immer müssen die Mädchen die Zügel in der Hand haben hier, damit die Jungs nicht sich nur verzetteln. But she looked really tired. Her eyes were all red. She has such an important job. We can't let her work like that. We just can't. Nein, auf gar keinen Fall. So you and Ruby told her to take a break and then took over the job of making new strings. Wow. Miss Nikki, do you have a special women's seat that lets you read our minds? Just like Miss Nanoi? Ja, genau. I do. Makes me pretty cool, right? Die lügt die Kinder an. Okay, ja, warum nicht? But my power fades every now and then, so it's not that great. Man muss die Illusion aufrechterhalten. Miss Nanoi, though, can she always hear your thoughts? Uh-huh, yeah. She can even hear all our wishes we make in secret. I wish I could be brave enough to sleep alone at night. So Miss Nanoi taught me a song. Okay. It's a short little tune, but it works like a charm. It goes... Jean, we're out of materials for the strings. What? Genau, Konzentration. Ah, we spent 3 whole hours collecting that floof yarn. Fluffjahren. Didn't you spend most of your time rolling around and barking at floofs? I'm sorry. So, what do we ja, do immer lassen die Männer sich ablenken. Okay. After all, genau. I am a stylist. Dann geht die Sonne unter. I can try to use whim to solve your problem. Thank you so much, Miss Nikki. Ruby, how much material do we need? We just need one floof yarn. Uh-huh. You can easily collect that from floofs. They're very, Fluffs. Very soft. Okay, ja. They have the fluffiest fur in the world. No problem. So flauschig! Nikki, ist das alles süß, ja. Of course. We'll use the heart of infinity. Mit dem Herz, sondern nur nicht mein Tierpflege-Outfit. Then, while I'm grooming them, I can collect their fur. Okay, ich muss also unbedingt dieses Outfit machen. Dann kommen wir erst hier weiter. Was ist das hier?
Kann ich das lesen? Oh, Wünschender, möge ich, Grace, die Bürgermeister und Flora Wunsch genug Weisheit und Kraft haben, um alle Bürger so glücklich zu machen, als würden sie unter deinem Schutz leben. Aha, okay. Ah, man kann nicht alle Wünsche lesen, die hier sind. Clemente. Nicht alle schon hier so komplett glücklich zu sein. Okay, so, aber Fluss kann ich, glaube ich, noch nicht streicheln, beziehungsweise da Fell ernten, weil ich habe dieses Outfit noch nicht. Das heißt, wir müssen irgendwie an dieses Outfit kommen. Was will das blöde Companion jetzt schon wieder von mir? Mira-Reise. Ach, das müssen wir uns auch noch angucken. Genau, die Mira-Reise. Das ist übrigens hier sowas wie der Seasonal Battle Pass. Da gibt es einen kostenlosen und einen kostenpflichtigen. Wir können hier schon mal was beanspruchen. Wieder so 8000 von der Währung hier. Und wenn man hier ein bisschen was überspringen will, kann man dafür Geld ausgeben. Ich glaube, der Season Pass kostet hier so 10 Euro, wenn man sich den haben kaufen möchte. Wöchentliche Aufgaben. Melde dich am Tag an. Ja, das kennt man ja auch. Ne? Du musst dich regelmäßig anmelden, so viele Tage dabei sein, das und das machen, dann kriegst du wieder diese und die Belohnung. Melde dich in 2 Tagen an. Schwupp. So, da geht unsere Mira-Reise wieder ein Stückchen weiter. Ach ja, das ist alles. So, hier mal noch was. Ah, hier, Schatz. Wir können nochmal was beanspruchen. So, haben wir so Garn nochmal bekommen. Das brauchen wir wahrscheinlich auch. Haben wir jetzt alles? Ja. Hier haben wir nochmal Tutorial, irgendwas Neues. Abgründe und tiefes was. Lampenblüte. Ja. Ja, ich will auch gar nichts suchen jetzt. Okay. Was? Kurio? Achso, das war dieses. Ja, hier kannst du dir alles nochmal angucken. Gut. Rucksack. Ah, unser Inventar wäre ja auch mal nett zu wissen, ob wir da eigentlich alles dabei haben. Man weiß es nicht. Achtet man so gar nicht drauf. Das könnte man ja auch im Kampf einsetzen, das Zeug. X mit Ausrüsten. Okay. Aha. Okay. Ah. Schnellleiste. Okay, das heißt, da kriegen wir Lebenspunkte zurück, wenn irgendwas ist. Okay. Machen wir das kleine Wuffi. So, also müssen jetzt Kleider verbessern. Gut. So, hier ist irgendwo ein Ausrufezeichen. Das heißt, das hat der hier, Insekten zu verkaufen. Nee, so weit brauche ich nicht, sorry. Soll ich mit Insekten, ist ja widerlich. Was ist das hier? Eine Puppe, die einen Feenwunsch-Elfe ähnelt. Aha. Und dann? Okay, das ist nur eine Info. Okay, gut. Ich dachte, wir haben was Wichtiges. Stände haben alle geschlossen hier, wie es aussieht. Hier ist immer noch so ein platter Ding. Okay. Tiermaterialien. Also wenn wir hier irgendwas brauchen, können wir das hier für so 300 Klunker hier kaufen. Pitlis Material Topie. Hemdkatzenflausch, Promikrähenfeer, Häschenflausch. Okay. Können wir uns auch einmal mal hinsetzen. Gut. Pflanzenparadies. Mathilda, was geht mit denn hier? Die harten Drogen endlich. Dann irgendwann müssen die hier schon rauchen. So. Was geht mit hier? Aha. Wolfruf, Knöpfchen, Sternlichtmuscheln, Gänseblümchen und Graspom. Ich sehe mal Grasporn, sorry. Okay, sowas haben wir also hier auch. So,
Hundis am Jaulen hier. Ja, ich würde ja gerne streicheln, Kleiner. Aber ich habe noch nicht die passenden Klamotten. Hier kann man nur was machen, wenn man die passenden Klamotten hat. Sorry. Insekten. So, hier gibt es also Käfer zu kaufen. Aha. Ach, die Blüten, Leute. Okay. Blütenkäfer, Haarnadelhüpfer, Ballettfliegen, aha, und Weberspinnen. Die klingen ja so zumindest noch normal. Mal sagen. Hier hat einer seinen Grill stehen lassen. Das ist ja praktisch. Gucken wir mal, was grillen hier. Was ist hier? Ah, ist das nicht hier so dieser komische Bär? Was haben wir denn hier? Kneipe? Kommen wir da rein? Katzencafé oder so. Latzbär, Lacherclub. Endlich haben wir einen Club gefunden. Halleluja. Mit fröhlichen Latzbären. Okay. Mal sehen, ob wir uns hier auch einen kleinen Schnaps gönnen können und uns einen von den Latz knallen. Okay. Wow. Also, Bedienung. So. Okay, der Latzbärenclub. Gut, was nehmen wir denn hier? Vino. Vino Veritas. Willkommen, lieber Gast. Was bedeutet Glück für dich? Vielleicht, wenn der Latzbär dir deinen Bauch zeigt, während du ihn streichelst. Oder wenn du einen Wellness-Tag genießt oder ein indiges. Das geht mir zu schnell. Ich betreibe den Latzbären nachher, glaube ich, die wahre Bedeutung ist, glücklich sein zu ergründen. Jawohl. Das ist schön für dich. Was gibt's hier? Der wahre Wunsch der Königin. Zumindest sich die Königinstadt oder Florunsch kürzlich einen planmäßigen Besuch ab und wünscht sich mit einer Wunschkarte etwas am großen Wunschbaum. Ihr Wunsch lautet, für immer jung und leidenschaftlich zu bleiben. Sie erklärte, dass sie hoffe, damit gesamten Herzhandwerk königreich mit Elan und Enthusiasmus schützen zu können. Das klingt wirklich rührend, damit ist das tatsächlich wahre Absicht der Königin. Nach eingehenden Recherchen unseres Reporters hat die Königin in letzter Zeit zu häufig in verschiedenen gesellschaftlichen Aktivitäten teilgenommen. Der königliche Stylist, der königliche Fotograf und der königliche Kutscher wurden allesamt durch Personen unter 35 Jahre ersetzt. Oh Gott. Außerdem nimmt sie in letzter Zeit sehr häufig an Wettbewerben, Stylingwahlen und anderen Aktivitäten teil. Okay, die hat einen Jugendwahn bekommen. Dieses Verhalten führt unwahrscheinlich zu Mutmaßung. Könnte die Bewunderung der Königin für Jugend und Leidenschaft, die in ihrem jüngsten Wunsch zum Auskommen wirklich darauf hinweisen, dass ihr Traumpartner bereits in Erscheinung getreten ist? Okay. Obwohl im Herzhandwerk Königreich Frieden herrscht, sind auch die Krise nicht ausgeschlossen. Der Prinzgemahl lag bereits vor vielen Jahren seiner Krankheit und es ist nur allzu verständlich, dass die Königin einen Vertrauten sucht, der die Belastung mit ihr teilt. Ja, es wird erwartet, dass er der Inhalt der letzten Wunsch der Königin in Florawunsch noch mehr Anlass zum Nachgrübeln und zur Interpretation versuchen geben würde. Gott, hier gibt es Skandale. Das gibt's ja gar nicht. Was gibt's hier noch? Nochmal was. Protokoll der Salamanzerfähigen der Latzbärenacher-Clubs. Ach du grüne Leute. Ja, war das so für ein Problem? Willkommen, Latzbärenacher-Club. Haha, hier wird immer gelacht. Haha. Um allen noch mehr Lächeln zu zaubern, planen wir eine neue Show und wollen, dass Kiro, der Kalenzgeborene, bei uns auftritt. Jedoch muss der ablehnen, weil er nicht durch die Tür passt. Ja, Kiro ist wirklich sonderbar. Er ist doch nur eine etwas kleinere Tür. Mhm. Sonst geht's euch gut, ja. Okay. Spielt das Ding hier von alleine? Ich will mal nochmal auf dem Klavier spielen. So, ihr Lachbären, Latzbären. Also, was richtig zum Saufen gibt's hier nicht, ne? Was gibt's hier? Beilage der zweiten Ausgabe des heißblütigen Fantasywerks Pakt in der Jugend. Oh Gott. Jo, also hier kann man einiges sich durchlesen, wenn man dafür die Zeit hat. Okay, was haben wir hier? Oh, ein Minispiel? Verwende links, um den Papierkranich Bäume auszuweichen. Verwende rechts, um die Bahn zu wechseln und Felsen auszuweichen. Hä? Ach so. Wieder geschlagen! Okay. Also. Also damit. Ah, okay. Aha. Wir haben unser erstes Minispiel hier. Oh, wie wollen wir denn hier durchkommen? Raffiniert. Es geht schon wieder von vorne los. Okay. Das sind also Papierdinger.
Ah, zu früh. Oh. So, kann sich nur noch um Stunden handeln. Eieieiei. Es sieht so einfach aus und man stellt sich aber so dumm dabei. Ja. Und dann mal rüber. Und einmal so fliegen. Papierflieger. Fehlschlag. Nee, das geht mir jetzt auf die Nerven. Okay, aber das kann man hier also auch machen. Minispielchen. Okay. Oh, gibt es hier endlich mal Alkohol? Kann sich auch hinsetzen. Achso, was bringt das? Ich dachte, wir können hier mal Klavier spielen. Ryan, hast du auch was zu sagen? Willkommen im Latzbärlacher Club. Da ließ euer erstes Buch hin, werde ich ein Geheimnis mit euch teilen. Jeder, der. Was? Das geht zu schnell, der Text, Freunde. Aber ja, war ein super Lacher. Okay. Komisch. Okay. Ja. Kann man hier irgendwas kaufen? Nee, sieht nicht so aus. Aber hier gibt es bestimmt irgendwelche Tanznummern oder sowas. Gut, ist mir jetzt zu lustig hier. Lachbärenclub. Okay. Was es alles gibt. Aber die haben sich schon was einfallen lassen hier. Puh, so. Was ist hier der Latzbär, ne? Hallöchen. Ja, Kleiner, tut mir leid. Ich habe nicht die richtigen Klamotten für dich. Okay. Wenn da ist doch irgendwas. Was ist denn dieses Ausrufezeichen? Wie kommen wir denn da hin? Gänseblümchen. Oh, eine Truhe. Ratsch. Okay. Danke. Ist hier irgendwas? Oh, hier. Was? Ciceto. Was ist das für ein Problem? Kistenspiele sind mehr als einfach nur Unterhaltung. Sie gewähren einen Einblick in allerlei hiesige Bräuche. Warum starrst du diese Kiste an? Was ist denn so besonders dran? Das schätzt die lustigen Kistenspielchen nicht. Sie sind nicht nur unterhaltsam, sondern auch kreativ der Wunschweltbewohner geprägt. Aber ich muss das X mal ausschalten, sonst ist das zu schnell. Beispielsweise der dieser Kranichflugspiel bei den Leuten nicht nur Erinnerung an den Wünschen, denn auch die Neigung des Kranichs bei einer Richtungswechsel hat eine besondere Bedeutung. Selbst die Neigung eine besondere Bedeutung? Wow, dir entgeht wirklich kein Detail. Haha, wie könnte ich mich einen qualifizierten Forscher nennen, wenn ich nicht jedes noch so kleinste Detail berücksichtigen würde? Also, ich kann es vergessen, mich vorzustellen. Ich bin Ciceto, ein Folklorist. Ich suche gerade nach unterschiedlichen Varianten des Kistenspiels und studiere die Geschichte und Kultur dahinter. Ich bin Niki, eine Statistin, und das ist Momo, die Folklore von Spielen studieren. Das klingt wirklich interessant. Ja, junge Statistin, du findest Kistenspiele also auch einzigartig und interessant? Nein, eigentlich nicht. Möchtest du mehr Stufen ausprobieren, mehr Spaß haben und mehr Geschichten hören? Ich habe eine sogenannte Folklore-Lotsen entwickelt. Damit kannst du deine Erfahrung mit Kistenspielen jederzeit festhalten und ansehen. Möchtest du ihn ausprobieren? Das bleibt doch wohl nichts anderes übrig. Du klingst fast schon zu enthusiastisch. Du heißt etwas faul. Um ehrlich zu sein, ich bin bei meinen Recherchen auf einige Hindernisse gestoßen. Ich komme aber gar nicht auf Stufe 2 nicht weiter und schaffe es nicht mal in die Stufe 1 beim Murmelkönig. Ja, ich schaffe nicht mal Stufe 0. Wie auch immer, wenn du helfen willst, kannst du mehr Kistenspiele spielen. Ein Bericht über deine Erfahrungen würde meine Forschung vorantreiben. Wird gemacht. Ich würde gerne ein paar Kistenspiele ausprobieren, aber wie kann ich dir meine Notizen senden? Ich werde den Folklore-Lotsen auf deinen Birnenbody installieren, damit ich direkt dein Erfahrungsprotokoll erhalte. Ah, ja, der greift hier meine geheimen Daten ab, der Schweinehund. Okay, wer sind hier mit Datenschutz, DSVGO und so? Als Zeichen meiner Dankbarkeit werde ich etwas Besonderes für dich vorbereiten. Ich hoffe, du machst bald Fortschritte. Mach mal keinen Druck. Kurse, okay. Was ist denn das jetzt hier? Ah, hier ist der Folklore-Führer. Aha. Sammelfortschritt. Mondkranichflug. Murmelkönig. Unter Pieces? Wunschkugel-Express. Ach du grüne Neune. Also gibt es hier auch nochmal so Ringe unter den Minispielen oder was? Aha. Oh. Was es alles gibt. So, hier gibt es hier doch irgendwas bei den Kursen?
Ach hier, die Welt im Kaleidoskop. Je besser ich die Welt kennenlerne, desto mehr Punkte kriege ich hier. Okay, noch eine Belohnung. So, jetzt haben wir schon 21 Krönchen. Sehr schön. Folklore-Führer freigeschaltet. Der Folklore-Lotse. Und das hier ist dann wieder so ein Minispiel. Was ist das jetzt? Ach, wieder das. Ach, du meine. Der Flug des Kranichs. Okay. Sieg! Oh mein Gott, wir haben es geschafft. Endlich. Belohnung, wow. 12.010. Wahnsinn, waren wir gut, oder? Es ist nicht zu glauben. Okay. So, jetzt müssen wir mal gucken. Wir haben... Oh, da oben. Wo bist du? Elena. Wunderschöne Regenorchideen, du blühst hier nicht im nassen Versteck. Die Blüten auf dein Essen zeugen deiner Schönheit. Und in diesem Wetter sieht sie jeder weg. Das war schön gereimt. Ich habe gehört, dass alle Blumen ihr eigenes Lied hätten und dass sie, wenn sie dieses Lied hören, schneller wachsen würden. Stehe ich eigentlich über dir. Diese Blumen sind mit den Liedern aufgewachsen. Nimm bitte diese zwei als Geschenk. Komm gern wieder, wenn du irgendwann mal Blumen kaufen willst. Sonnenorchideen. Okay. Ja, danke. Regen und Sonne. So schöne Blumen, die Blütenblätter, die sich in der Brise wiegen, erinnern an Flügel, die anmutig flattern. Oh, okay. Was haben wir hier? Neue Entdeckung. Knisterpollen. Die Pollen der Knisterblüte können nur in wolkenlosen Nächten gesammelt werden. Sie leuchten wie ein Feuerwerk und verleihen Stoffen eine magische Note. Okay, also haben wir irgendwas fertigen wollen mit einem magischen Touch. Was ist denn das? Da braucht man das. Der Streunerhut. Was ist das denn? Hast du einige Klunke übrig? Hut ist Hut. Wird im Gegenzug etwas Nettes geben. Zum Beispiel einen Wunderstern. Hättest du gerne einen von denen? Wer bist du? Ich bin nur ein umherziehender Diener. Dieser Hut ist mein einziger Gefährte. Okay. Wessen Diener bist du? Ja, von meinem Meister, der mir zu Hause gab und mir das Laufen beibrachte. Okay. Und was machst du hier? Ich suche nach der Sammlung von Geschichten und der Person, die sie geschrieben hat. Welche Geschichten? Die bergen magische Eigenschaften. Pass auf, dass niemand mithört. Okay. Kannst du die Wundersterne anderer Leute sehen? Tut mir leid, aber ich kann nicht. Aber ich weiß, dass die verbleibenden Kräfte dieses Hutes sein Wunder anregen können. Eine beeindruckende Erfindung. Erfindung? Erfindung von wem? Wie funktioniert das? Der Erfinder war mein Meister. Da er nicht mehr hier ist, habe ich keine Chance, die Geheimnisse im Inneren zu verstehen. Ja, ich hätte Interesse. Nein, ich kann das nicht verkaufen. Das ist alles, was von der Wunderenergie des Meisters noch übrig ist. Ich nehme auch keine Almosen an. Willst du einen Wunderschön für 10.000 Klunker kaufen? Ja, komm, wir haben das Geld. Also will ich sehen, was passiert. Ob das eine gute Entscheidung war? Okay. Oh, tatsächlich. Innenausschnitt. Ferkel. Crazy. Okay. Drift in the wind. Fables. Stories. Even the power of whim. Let them drift away. Okay. Crazy. So eine Mischung aus Wurzel und Hase oder was? Ja. So, mal ein Bäumchen schütteln dich mal hier. Sachen gibt's. So viel Zeug, was du hier einsammeln kannst. Meine Güte. Was ist das hier?
Ein Käfer. Okay, den können wir noch nicht sammeln, aber noch nicht das richtige Outfit für. Jo, haben wir Sammelmaterialien. Das ist ja schon mal gut. Das nehmen wir so eine Leuchtepflanze. So. So, was ist denn unsere Map? Hier ist auch noch was. Mein Gott, okay. Hier ist was. Aha. Kann ich da Markierungen machen? Jetzt. Wir müssen da über diese, in die Nähe von dieser großen Brücke. Okay. Ich habe gar keine Ahnung, wo wir jetzt hier sind. Aber wir können hier noch mal ein bisschen rumfliegen. Können wir noch mal ein bisschen was einsammeln. Auch was. Also, die Lichtstimmung ist schön hier. Eine Sonnenorchidee. Okay. So. Ah, da sind wir jetzt so in genau die falsche Richtung gelaufen. Gedenkberge, windige Wiese, Flora-Wunsch. Okay, wir müssen in die andere Richtung. Sorry. So, mal gucken, wo wir da jetzt hin müssen. Mal ein bisschen gucken, ob hier irgendwas ist. Da oben sind wieder so zwei. Ist das nicht da oben? Das zum Läutern? Oder was ist das? Klonk, siehst du? Habe ich doch richtig gesehen. Und wir haben Lampenchilis. Ein scharfes Süppchen. Oh, jetzt wieder so ein Ding aufgemacht. Okay. Das ist ein dickes Schäfchen. Hallo. Kann leider nicht streicheln. Schade. Okay. Ja, was ist das jetzt? Oh. Finde den Weg zum Wunderstern. Reicht der Kurio. Scheiße. So ein Hüpfspiel hier. Oh wei, sowas mag ich ja gar nicht. Okay, womit man sich alles beschäftigt hier. Oder beschäftigt wird, sagen wir mal so. Oh, falscher Knopf gedrückt. Sorry. Ja, man kann sich damit beschäftigen, ganz genau. Drücke ich denn immer den? So. Ach, jetzt habe ich schon wieder aus Versehen B gedrückt. Da machen wir das nochmal. So, dann müssen wir das nochmal machen. Okay. Ich drücke aber den falschen Knopf irgendwie. Okay. Ich muss im Schweben bleiben. Das ist eigentlich viel praktischer. So, dann machen wir es doch. War ja total einfach. Wunderstern halten nach 12 Toten.
Okay, mein Gott, wie viele tausend Wundersterne wir jetzt schon haben. Wo ist denn eigentlich nochmal das Radialmenü? Hier, das sind die Events, Aufgaben, Entwürfe, Fähigkeitsoutfits. Alles eine haben wir doch schon. Ah, das kann ich dann nochmal herstellen. Okay. Surfmeister. Ein Pulli. Da mache ich so Käfer für, okay. Ja, das könnte man sogar herstellen. Aha. Jo, haben wir noch einen Fummel. Sehr schön. Duftender Traum. Ich glaube, da gibt es auch eine Belohnung, wenn wir sowas mal herstellen. Aber hier... Uns fehlt der Entwurf dafür noch. Wunschfeld-Tagebuch. Hier kann ich wieder irgendwas beanspruchen, wie auch immer und warum, weiß ich auch nicht. Aber okay. Wunschfeld. Kreaturen der Kleidung. Was? Wie? Hä? Ich habe keine Ahnung. So, hier ist... Ach, da. Hier ist noch so ein Ding. Moment, wir müssen springen. Okay. So. Hey, hier geblieben. Hallo. Halt. Wumms, da haben wir. So. Alter Falter. So, die sitzt ja auch nur so rum. Okay. Na, wie komme ich jetzt an den Entwurf für diese Klamotten? Heißluftballon? Kann man das hier machen? Was ist das? Himmel und Hölle. Hä? Wo denn? Ach du Scheiße, da oben? Wo komm ich denn da hin? Müssen wir irgendwie hier aufs Dach steigen. Von der Bude hier. Was ist hier? Kann man das lesen? Zeitung. Krone der glücklichen Anmut, Band 9. Okay. Ah, hier ist wieder so ein Kistenspiel, ne? Oh nein, nicht schon wieder. Kann man das auch abbrechen? Ja. Mit den Felsen ist, glaube ich, die höhere Stufe, ne? Schwierigkeit. Oh je. Yeah. Ah! Oh, fehlgeschlagen. Mist. War ich gerade verwirrt. Okay. Das werden wir irgendwann in ein paar Jahren noch hinkriegen. Hier ist das. War nicht hier noch was? Irgendwie so ein Tier. Tiermaterialien. Kann man nicht einfach diese Dinge kaufen, was diese Kinder brauchen? Nee, war zu einfach. Waren eben nicht. So, hier gibt es Klamotten oder was? Achso, das war die mit diesen Schleifen. Okay. Ja, die bringen mir jetzt auch nichts. Hier, ah, der Überrasch-Omat. Oh, boah, sieht diesen Automaten an. Sieht er nicht aus wie ein riesiger Kaugummi-Automat? Was redest du da? Das ist doch offensichtlich ein super toller Barbecue-Grill. Dieser Grill. Nein, das ist gar kein Grill. Das ist ein Überrasch-Omat, der vom Wahlkonsortium entwickelt wurde. Er verkauft zufällig ausgewählte Kleidung. Die Klunker machen Klack, der Hebel macht Klonk und eine Überraschung. Oh, Kugel purzelt herunter.
Und du bist deine Kohle los. Klingt eher nach einem klunkerfressenden Monster. Ziemlich unheimlich. Nein, so ist das nicht. Wir wirf einfach ein paar Klunker ein und zieh am Hebel, dann spuckt die Überraschung. Mal eine Überraschungskugel aus. Jede Überraschungskugel enthält ein anderes Kleidungsstück. Mit etwas Glück erhältst du selten und wertvolle Stücke. Oder auch nicht. Wow, kann man das daraus seltene Kleidungsstücke erhalten? Du hast bestimmt welche, da du ihn so oft benutzt. Leider habe ich nicht viel Glück. Aber eines Tages werde ich den seltensten Preis gewinnen. Aber hier meine Liebe gestehen. Genug von mir. Warum probierst du nicht aus? Viel Glück. Ja, vielleicht würdest du dich auch ohne Sinnquatsch lieben. Aber gut. Blödes Klunker zum Ziehen von Überraschungskugeln. So, einmal kostenlos. Ansonsten kostet das immer 180.000. So, und hier haben wir dann unser Glücksspielmechanik nochmal. Also, wenn du seltene Kleidungsstücke willst, brauchst du ganz die Kohle und kannst du hier dann einen Würfelautomaten bekommen. Und das ist natürlich nur ein reiner Zufall, was dabei rauskommt. Aber wir machen es mal. Einmal ist umsonst. Und es ist süß animiert. Naja, wahrscheinlich je Farbe unterschiedliche Seltenheit. Plopp, eine blaue Kugel. Was haben wir denn jetzt? Ein Pfirsich-Gemeinschafts-Dings. Was ist das? In der alten Heimat erwacht Erinnerung an Jahre, in den Klassen gemahlen gemeinsam Gedichte lasen. Der Schatten des Pfirsichbaums fällt sanft auf den handgeschriebenen Brief. Ja, ein neues Kleid irgendwie. Und nochmal 20 Dingsbums. Okay. Erster Versuch am Raschomat. Abgeschlossen. Jaha. Da kriegen wir uns auch wieder was für. Halleluja. Halleluja. So, jetzt müssen wir gucken. Wie kommen wir da oben auf dieses Gebäude? Aber da oben schwebt noch ein Stern. Wir haben 5 von 67. Boah. Wie soll man denn die alles sammeln? Das ist ja der Wahnsinn. Ach, hier muss ich eigentlich noch hin, ne? Ah, was ist denn das? Kann man sich das nicht richtig markieren? Wir müssen hier die Straße lang. Und dann... Hier ist die Straße. Jetzt haben wir mal ein Fall, das ein, hier so rumfliegt. Und da kommt man auch wieder, komme ich da auf das Haus. Und von der Seite vielleicht. So. Ah, da. Eine kleine Abkürzung geht's doch. Juhu! Schnell mal wieder umziehen. Flop. Ein Schatz in der Höhle. Wer ist das hier? Hallöchen, Herr Straßenfeger. Ein Schatz, was für ein Schatz? Momo, wo sind deine Manieren? Mein Herr, darf ich fragen, wo dieser Schatz ist? Ein Styling kündet von einem aktiven Wunder und verströmt einen Duft aus einem fremden Land. Du bist wohl eine Stylistin mit beachtlicher Erfahrung. Sehe ich so aus? Okay, ja, das stimmt. Ha, genau. Darf ich fragen, wie du heißt? Nenn mich doch bitte Eremita. Ach so. Gut, Eremita. Also könntest du uns mehr über diesen Schatz in der Höhle erzählen, von denen, die du vorhin erwähnt hast? Was macht denn da? Aber natürlich, ha, es ist nur eins von vielen kleinen Geheimnissen in dieser Welt und ich teile es gern mit einer geschickten Stylistin wie dir. Aber darf ich zuerst dein Können auf die Probe stellen? Okay. Und wie möchtest du das anstellen? Soll ich was kochen oder was? Die Kleidung, die du trägst, enthält Macht. Selbst aus einer alten Kleidung gefertigter Sack kann von dunkler Essenz befleckt werden und sich in einen Esseling verwandeln. Ja, so haben wir schon Typen kennengelernt, ja. Ohnehin sind Dinger. Aber auf einem Hügel in der Nähe gibt es so ein paar Esselinge. Kümmere dich um sie, dann verrate ich das Geheimnis des Schatzes. Ja, dann fegt man weiter. Aufgaben. Okay, Land Devinci. Läuterung. Der Duft der Kaverne. Sind wir angenommen, die kann man jetzt verfolgen. Okay. Ah ja. Eremita ist offenbar an Geheimnis der Welt angeweiht. Versuche Antwort von Eremita zu bekommen. Dafür kriegen wir auch nochmal 10.000 Garn und nochmal 400
Erfahrungspunkte und 30 Kristalle oder sowas. Okay. Ja, warum nicht, ne? Was haben wir denn noch für Aufgaben? Läuterung. Land der Wünsche. Ja. Gut, dann müssen wir auch noch sehen, wie wir da dran kommen. Aber das können wir ja hier machen mit dem Typen. Das wäre jetzt kein Problem, denke ich. Was ist das hier? Uah! Scheiße, hier kann ich rumhüpfen. Ja, kann ich den ganzen Tag machen. Okay. Wir hüpfen und hüpfen. Juhuhuhu. Okay. Moment. Okay. Und wieder ein Sternchen. Plong. Verrückt. Okay. Ah, das ist eine Ruine oder was? Da sind wahrscheinlich die Esslinge, die da meinen. Vermute ich mal. Habe ich eben von oben gesehen. Oh, hier sind so die Plumpsäcke. Kniffliger Aufnäher. Kannst du Herstellung von Kleidung. Ein Aufnäher, den man durch Läuterung eines Klingensäckchens erhält. Aha. Was wir da jetzt wieder geläutert haben. Klingensäckchen. Okay, süß. Ich wollte die sich ja mal anfangen lassen, alles. Alles hat irgendwie einen Namen und alles ist irgendwie mit irgendwas verwurstelt. Alter, falsch, wie läuft die denn hier? Okay. So, wollen ich noch mehr? Esslinge, Esslinge. Ah, mal auf die Karte gucken. Hier sehe ich jetzt so nix. Das noch weiter, dann sehen wir, wo wir hin müssen. Ah, na doch, in eine andere Richtung. Hat denn hier gegähnt? Hallo? Eine riesige Granrolle. Die sind schon alle so ein bisschen Nähfetischisten hier. Oh, ich hänge irgendwie fest. Oh, oh, oh. Jetzt. Hier oben irgendwo. So hübsch aus hier. Die dicken Bienen aus Garten mit Steif hier. Das sind ja auch Hummeln. So ein elegantes Klohäuschen. Was hat er denn hier rum? Was du das, Momo? Oh ne, die sind so Käfer. Hm. Wo müssen wir denn hin? Da oben. Wo bin ich denn da hin? Ah, sind wir irgendwo falsch gelaufen? Kann natürlich sein. Nee, jetzt nicht durch die Straße lang gerannt. Wahrscheinlich hier oben irgendwo lang. Was ist das mal so Dinger? Huh, okay. Ups. Kann man da oben hoch?
Aber wir diese Straße lang gehen müssen, wo dieses Hüpfding da ist. Hui! Hallo, Hasi! Da hüpft er wieder. Hoch, ist das? Sternen, nee, Samenperlen. Die aus den Wunschfeld angebauten Schatzmelonen gewonnene Frucht. Sie ist von einer harten Schale umgeben. Ich kann aber nicht runterscrollen. Okay, aber die ist für irgendwas wieder gut. Ja, stimmt. Ganz sicher. Okay. Rosi. Funk und Inspiration. Story gestartet. Hä? Die für ein Problem? Ist das hier? Okay, eine dicke Spinne. Okay, die können wir wahrscheinlich sammeln, wenn wir die Sammelfähigkeit haben. Was willst du? Da leise, ich versuche mich unter den Feenwunschelfen zu mischen. Das hast du denn genommen, okay. Unter die Feenwunschelfen mischen? Oh nein, das wollte ich nicht laut sagen. Generiere mich einfach. Mich faszinieren Feenwunschelfen ungemein und ich möchte mich ihnen nur anpassen, um sie aus der Nähe beobachten zu können. Wie willst du das anstellen? Die Haut der Feenwunschelfen funkelt wie Sternenstaub in der Nacht. Ich könnte etwas Ähnliches anziehen, um dann nicht mehr aufzufallen. Okay. Ach, hätte ich doch nur einen Rock, der zum Hautton der Feenwunschelfen passt. Ja, das sage ich mir auch oft. Du hast Probleme. Gut. Die brauchen alle dringend einen Psychiater hier im Ort. Aber sonst geht's ihnen allen gut. Oh, da haben wir wieder Blatt. Oh, 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 was ist das? Wieder plumpst der Key wieder. Wartet. Falsche Richtung. Moment. Oh, ich gebe es hier. Oh. Du altes Kissen, nimm das. Hartes Leder haben wir bekommen. Oh, vielleicht können wir auch mal ein schönes hartes Leder-Outfit machen. Das wäre ja mal was. Wieder was für unseren Fetisch hier. Okay, ups. Ja, hier sollen alle bedient werden, auch die Fetischfreunde. Okay, da oben gibt es auch noch einiges. Aha. Aha. Okay, Moment. Roms! Was haben wir jetzt? Mit Käferchen, ne? Die können wir hier leider nicht einsammeln. Gut, dann bringt das hier nichts. Oh, das müssen wir wieder läutern, glaube ich. Ne? Tautropfen Inspiration haben wir bekommen. Ist hier so eine alte Bibliothek oder was ist das hier? Aha. Hier irgendwas machen. Was macht hier Pling? Das Vögelchen. Oh je. Ah, hier haben wir nochmal was zum Freischalten. Die Geheimbasis. Aha. Was haben wir jetzt hier gelandet? Okay. Wir können uns mal hinsetzen. Okay, ja, vielleicht ist es nochmal nötig, dass wir uns hier elegant niedersetzen und mal gucken, wie es dann hier weitergeht bei Infinity Nikki. Also langweilig wird es hier auf jeden Fall nicht. Puff, aber schon ein bisschen crazy, und man es machen kann, machen soll, machen darf und muss. Und es ist viel zu tun. Aber wir haben eine schöne Aussicht hier. Und deshalb sagen wir mal, vielen Dank fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal. Und bye, bye. Ich tippe hier. Ja, ich glaube, ich bleibe hier einfach. Ja, warum nicht?